good idea. It'd be safer if you keep indoors as much as possible. Maybe we can even catch our breath. Didn't you hear me say we have to hurry? Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil 6 mit dem Langster und dem Verity. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, müssten wir hierher nochmal hinspielen, weil das ist wohl kein erlaubter Checkpoint oder sowas. Wir mussten nochmal durch die Straßen eilen. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt andere Munition, anderes Leben, andere Heilsachen dabei oder nicht dabei haben. In meinem Fall bedeutet das gar keine Heilsache. Und ja, oh, ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet hier. Wünschen wir euch schon mal viel Spaß mit der vierten Folge. Bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben ja jetzt eine Woche Pause machen müssen, dass wir da nicht so lange Pausen dann dazwischen haben, wenn wir zu viele Folgen aufnehmen sollten. Ja, ich brauche jetzt bestimmt erstmal wieder ein Part, bis ich mich hier an den Pad gewöhnt habe. Ja, jetzt könnt ihr euch wieder auf ein paar Bediener-Anwenderfehler einstellen. Ja. Ja. Ich warte eigentlich auf deinen markigen Spruch hier. Gamepad-Krüppel am Start. Gamepad-Krüppel am Start! Ja, wie heißt die Bar? Haben wir doch gerade nochmal gelesen. Wo sind wir hier? Wir sind im Pub. Oak. Was für ein Ding, Oak? Pub. Oak. Irgendein Oak. War es das Red Pub. Oak? Pub. Oak. Breeze. Pub. Oak. Open. Oh, guck mal, hier gibt's lecker Getränke. Aber hier lässt einer hier, das ist aber nicht hier für die Umwelt gut, ne? Kühlschrank offen stehen lassen. Ja, und auf jeden Fall sind wir immer noch auf dem Weg zur Kathedrale, damit wir, damit ich, Helena, ne? Die liebreizende Helena, ach so, Helena, ja, mein düsteres Geheimnis an Leon preisgebe. Ja. Ich will ja nichts verraten, bevor wir nicht an der Kathedrale sind. Und ja, seit gefühlten 8 Stunden sind wir also auf dem Weg durch die Stadt zur Kathedrale. Gesehen haben wir da noch nichts, ne, irgendwie. Gefühlte 3 Stunden zumindest auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist es ein echt weiter Weg. Oh, sehr gut gefüllt hier die Bar. Uiuiui, das war schon mit der Bar, ey. Von wegen drinnen sicher, dann sind wir wieder draußen, ey. Super, ey. Oh, jetzt kommt hier wieder, ich glaube, es kommt so ein Garten, beziehungsweise Friedhof-Abschnitt. Ich glaube, wir sind kurz vor der Kapelle, kann ich mir vorstellen. Ah, wie ihr seht, mir geht's nicht gut, aber ich kann leider nichts dagegen tun. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe keine Medizin. Hier, die Zombies. Überall liegen hier irgendwelche Leichen rum. Ne? Toll, ey. Wo ist er denn hin? Wieder so hingelegt wie am Anfang, ne? Nachdem ich ihn einmal getreten habe. Okay, ich gehe wieder in meine Ecke, hat er sich gedacht. Das erinnert mich aber jetzt sehr, wenn du mal hier raustaust. Das erinnert mich sehr an Resident Evil 2 hier, diese Stelle. Da siehst du eine Straße und brennende Autos. Ey, irgendwie erinnert mich das an Resident Evil 2. Hier gehst du dann in diese Gasse rein, weißt du, und dann stehst du noch vor dem Typ, wo du deine Schrotflinte bekommst in Resident Evil 2. Da kommt doch dann durch diesen Gunshop, kommt doch dann die Zombies rein. Kannst du dich erinnern? Durch dieses Glasfenster. Der hat auch wieder so eine... Guck mal, wir sollen jetzt hin zu der Leiche, oder? Liegen wir da jetzt sogar eine Schrotflinte? Ich sehe doch da schon eine liegen. Vielleicht ist das so eine... Ja, so ein kleines Easter Egg vielleicht. Das mit Absicht so gemacht wurde. Ist eine Tür, da kommen wir wieder raus. Na, dann gehen wir hier durch. A dining room. Ach ne, stimmt da gar nicht. However, a final transmission was received from the vessel before its disappearance. A transmission alluding to a potential attack from an organization or individual of unknown origin. Authorities are proceeding with extreme caution, as they do not yet know who is responsible. Meinst du, der wacht gleich? Oh, hier sitzen ja noch richtig viele, die ganze Familie. Meinst du, das ist Veldro von Revelations? Diese Organisation, oder gibt's die nur in Revelations? Ist das quasi so ein... Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Eine Organisation? Überhaupt schon irgendwelche Indizien, wer das gewesen sein könnte, ist so noch alles unbekannt, oder? Naja, ist noch alles unbekannt, aber es ist halt meine Mutmaßung, weil sie hier von einer Organisation oder Einzelpersonen sprechen.
Das riecht für mich halt noch besser. Naja, Wiederholung. Das ist hier schon die Notfallwiederholung. Geil, wie sich nur der Mund bewegt. Guck mal. Oh Mann, du musst immer hier. Das sieht schon lustig aus. Du bist schon assi, ey. Ja, was ist denn mit denen hier? Die sehen doch ganz schön frisch aus, ey. Ja, je frischer, desto besser, ne? Stehen sie wenigstens nicht auf. Guck mal hier draußen, die gehen spazieren. Wenn du bedenkst, früher in Resident Evil, ja, wenn du in einem Haus drin warst, dann hast du von draußen nichts mehr gesehen. Hast du da eine Pixel-Tapete gehabt? Ich meine, das sieht jetzt hier auch nicht super aus, ne, was du da draußen siehst, aber trotzdem cool, dass man da draußen was sieht. Der steht auf, der packt dich. Der packt dich. Oder der packt den zweiten Spieler, da muss ich vor, warte, ich geh vor. Damn it, it's locked. Ja, danke. Lol. Ey, jetzt liegt der Schlüssel irgendwo hinten im Räumchen und jetzt geht. Ja, die Familie hat's. Die Familie hat's, genau. Jetzt habe ich aber ganz krasses Tearing hier drin, das hatte ich beim letzten Mal nicht, ey. Ah, guck mal, die hatten natürlich hier an ihrer Panty stecken, ist ganz klar, ey. Und ich werde gepackt. Und jetzt werde ich gepackt. Jetzt. Oh ja. Jetzt. Oh ja. Mach was! Weg ist er. War bestimmt der Einzige, der hier aufsteht. Der andere sieht schon richtig verbraucht aus, ja. Der rechte da. Guck im Vergleich mal zu der Ollen, ne? Ja. Aber ich glaube, jetzt geht's ihm. Vielleicht gut, ist so das, vielleicht liegt das am Make-up oder was, dass das da noch nicht so durchgekommen ist bei ihr. Meinst du? Ja. Frischer Ton. Ja. Kommt da diese ganze Verwesung noch nicht durch, wenn da ein Kilo Make-up auf dem Gesicht und auf den Beinen überall ist, weißt du? Der packt dich. Ach ja. Ich guck den noch so schön an. Hab dir gesagt, der packt dich. Oh, ich bin ja. Warte mal, jetzt können wir mal ein Heilspiel nehmen. Oh ja, richtig am Arsch, ne? Du hast keins mehr. Doch, du hast noch eins. Ey, du bist ja wohl der Ninja-Looter. Du hast ja 5 Milliarden Heilsprays, habe ich gesehen in deiner Aufnahme. Ja, ich hab's halt drauf. Oh, wie ich den Schlüssel da jetzt reingemacht hab, geil, oder? So, jetzt gibt's hier die fette ultimative Schrotflinte. Hab ich gehört. Oh ja. Yeah. Bäm, Alter. Wolltest du die auch aufnehmen oder du hast das. Bekommst du ja auch? Das ist ja voll unfair, ey. Die Munition habe ich dafür? Ja, die Kugeln, die drin sind, das war's. Dem konnten wir nicht mehr helfen. Ach so, wenn du kurz drückst, dann macht er einen schnellen Klang drauf. Nee, ach so, wenn ich das liegt daran, wenn ich nicht in der Hand habe. Okay, dann macht er ganz schnell Platz. Das macht gar keine Tritte mehr quasi. Oh, der sieht aber schon ein bisschen. Alter, das ist so ein Mutierheini. Fuck you, ey. Alter, was geht mit dem ab? Shit. Oh. Zurück, wir können auch zurück. Zurück, wir gehen zurück. Wir lassen die hier schön reinkommen, diese Muschis. Lass die hier schön reinkommen. Drei Schüsse, drei Treffer. Nice. Das ist nett, Dicke jetzt. Wow! Oh
jeden Fall hat er Angst. Der kriegt den Hals wohl nicht genug hier. Oh. Hab ich wohl falsch gesagt, glaube ich, ne? Kriegt wohl nicht genug in den Hals, so. Ne, der kriegt den Hals nicht weg, kann man schon auch sagen. Wie ich nix sehe, oh, da kommt einer, da kommt einer. Ich glaube, der Dicke kommt jetzt um die Tür. Nee. Doch. Ah! Scheiße, ich Depp! Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, der Dicke hat's hinter sich. Oh, oder nicht, lol? Ah, doch. Ja, doch. Und nochmal das letzte. Oh, oh geil. Schuss. 1000 Fähigkeitspunkte, Mann. Der Herzstatus, ein Herzteil, Mann, du sagst ja. Oh, hier überall Türen, ey. Kommst du, oder? Ah, ich hab nochmal nach so einem Medaillon geguckt. Ich guck nochmal ganz kurz, ob ich da irgendwas liegen lassen hab. Da waren ja ein paar Zombies umgefallen, aber... Nö, ist... Da steht einer. Da hängt einer. Oh, oh, genau neben dir. Hinter oben. Nee, doch nicht. Ich wollte kurz vertrauen. So, bring die jetzt auf einmal alle mit einem Fuß zu. Ah, sind halt Schwächlinge. Ich nehme mal an, rechts müssen wir weiter. Links geht nichts. Hier ist alles ruhig. Good job. Thanks. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte dich gar nicht treten. Hier ist eine Treppe, da kann man vielleicht mal hochgehen. Was ist denn diese Dynamit-Tonne hier da? Ich muss doch einen Grund haben. Den Grund darf ich gleich erfahren. Hier ist gar nichts. Könnte man wieder runterspringen, aber für was? Guck mal, da drüben, ey. Irgendwie auf die andere Seite kommen, ja. Ich glaube, wir müssen hier so einen Buddy-Move machen, Alter. Up and over. Oh, ja. Sogar mit einem Salto, Alter. Du hast ja drauf. Oh oh. Ich beeil mich. Ich muss hier was schieben. Ich beeil mich. Unten sehe ich drei, vier. Okay. Einer kommt die Treppe hoch. Ja, zwei kommen die Treppe hoch. Bin gleich da. Okay, jetzt bin ich da. Wenn ich manchmal unbeabsichtigt schieße, liegt es daran, dass der manchmal bei einmal Trigger, zweimal schießt. Einmal. Aua! Oh, oh, das ist knapp! Oh, oh shit! Du bist das war's. Oh nein, ich komm nicht durch. Ja, das war zu viel. Das waren 5 Zombies vor mir auf der Treppe. Jo, dann lasse ich das Schieben erstmal sein und schieß von der anderen Seite. Ach was, ey, schön am Pisten schieben, alles klar. Hab ich doch gesagt. Ja.
scream. It's like nails on a chalkboard. Keule da physikalisch korrekt auf dem Zaun liegen geblieben ist. Herrlich. Oh, ich dachte, du machst was gegen den, weil der hat er mir natürlich noch eine gegeben, ey. Lebt der noch, ja, ne? Ja, ja. Hat das? Schreit nochmal. Der dicke Schatz. Vielleicht kann man hier raus. Schon Schwächlinge hier. Ein bisschen, ja. Aber noch gar nicht beschränkt, mal ein bisschen Zombies haben, die auch mal einen Kopfschuss stärken. Nice! I'm glad you're here. Ja, okay, dann schieße ich dann jetzt erstmal mit. I appreciate that. Leon. Up and over. Dieser Salto sieht so komisch aus. Ja genau, wir müssen mal wieder Resident Evil Taktik auspacken, auf den Bein schießen und dann drauf treten. Also zumindest wird das halt. Das ist das nicht, fällt gar nicht hinter. Wird das halt, war das eine verwehrte Taktik, ey. Bein schießen und dann versuchen mit zu toten Messern. Zu poten Messern. Oh, wie schwer dieses scheiß Zielen ist hier, Mann. Blöder Analogstick. Dann magst du nochmal runterkommen, wie das ganze Zeug. Vor allem, wie sie. Ja, ja, klar. Ich muss ja sowieso zu dir. Wie sie jetzt alleine schafft, diesen riesen Container zu schieben, ne? Wohin ging's nicht? Ja, der ist halt mit Stuck hochgefüllt. Der andere war halt mit Ziegelstein. Ach so. Leon, it's open. Leon, it's open, sagt sie. Tja, vor uns mich verrecken lassen, schön am Kisten schieben, weißt du? Und jetzt hier Leon, it's open. Kaffeeklatsch. He's a strange girl, living in another world. Ich hab Ohrwurm jetzt, geht nicht anders. Ich muss das jetzt mal kurz rauslassen. Ein sehr gutes Lied am Ende vom Abspann, am Ende von Waffen 5. Ach ja. Wieder ein Pub. Ah. Das
weiß auch, warum die Stadt zugrunde gegangen ist. Das Markenketchup hier? Was ist denn das? Das ist Heinz oder so? Nee, das ist kein Heinz, das ist gut und günstig. Hm. Schlecht und teuer, ich verstehe. Hier links. Ich muss ja sagen, gut und günstig Ketchup benutze ich auch. Obwohl ich normalerweise auch hier ein Fan von gutem Ketchup bin, aber das gut und günstig ist halt einfach irgendwie gut und günstig, weißt du? Ich meine, ich könnte mir jetzt nie vorstellen, hier so eine gut und günstig Cola zu kaufen oder was, weißt du? Das muss einfach echt Cola sein. Aber den Ketchup. Oh, danke schön. Oh, guck mal, eine ganze Gruppe von Toten. Survivors, come on. We have to help. Ja, aber gucken, wie lange die noch Survivors sind. Oh oh. Jetzt? Oh, wieder so ein Dicker. Vielleicht können wir die Tankstelle explodieren lassen. Oh! Alles, bist da du hinter mir, du Spast, ey. Ja, vielleicht können wir die Tankstelle explodieren lassen. Okay. Holen wir ihn in Sicherheit ein Stück weg. Oder wir sollten die wahrscheinlich erst dahin locken, was weiß ich. Ah, ich glaube, jetzt kriegen wir es auch so. Wow, wow, wow. Was denn? Alter. What the hell? Was ist wieder so ein Schießheini, ey? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh lol. Ich bin gleich down. Machen someone shoot the gas! Oh, oh. We can blow these things to kingdom come! Für meinen Geschmack standen wir noch viel zu nah dran. Ey. Hey, come on! It's safer here! Okay. There's a gun shop overhead. We can rearm there. Ah, da lag halt ganz viel Zeug, was wir nicht aufgesammelt haben, ne? Ah, ich hol mir hier einen Fähigkeitspunkt. What do you think? Die droppen vielleicht auch noch was. Ich hab ein bisschen wenig Ausdauer gerade. Ich kann das nicht aufsammeln, ich bin zu weit weg. Lol, ich kann da nicht hinlaufen, deswegen kann ich das nicht aufsammeln. Lol, da liegt der Fähigkeitspunkt und ich kann da nicht hin. Boah. Oh, das ist ja unfair. Wie viel Leben hast denn du? 2. Jetzt liegt auch noch Munition, kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin, oder? Ach, da, komm mal hin. Leute, warum komm ich? Guck mal hier, diese Fähigkeitspunkte. Ich stehe quasi fast drauf. Na, ich sehe die ja nicht, aber. Direkt vor meinem linken Fuß, direkt vor meinem linken Fuß. 10 cm jetzt sind sie despawned. Da. Mäßig. Ich fühle noch mal ein paar Fässer rum. Wir müssen das übrigens dann mal schauen, wie wir das mit den Fähigkeitspunkten machen. Wir hoffen ja, dass man das dann irgendwie nach einem Kapitel machen kann. Weil wir hätten es jetzt theoretisch auch ausgeben können, während wir das Spiel noch nicht gestartet haben. Und das wollten wir halt nicht. Weil wir wollen ja schon, dass ihr da dabei seid. Move it! Follow me! Okay. Follow me! Fall back! Helena! Roger! Over here! Schwarzen Bildschirm habe ich. Schwarzen Bildschirm. Das ganze Wochenende. Hey, hey, is anyone here? Aber ganz ruhig. Nichts sagen, nichts sagen. Dann weiß er gar nicht, dass wir da sind. Komm, wir gehen einfach weiter. Huh.
müssen da durch, ne? Ja. Jetzt kommt dieser berühmt-berüchtigte Waffenladen. Ich habe mir einen Test angeschaut, wie gesagt, oder gelesen. Und habe gehört, das soll hier ganz schön haarig zur Sache gehen. Yeah, me! I'll pull up on the second floor, be it! Come on, man, open up! You gotta let us in! Forget it! Those things are crawling all over my shop! Unless you want to get rid of them, this door stays closed! Who does he think we are? Exterminators? Exterminators. Ach ja. Hey, wake up. Lol, jetzt habe ich tatsächlich einen MTS ange-wake up. Ich glaube, ich bin. Ich habe mich gerade gewundert, hey, was macht denn der Duke hier? Hey, wake up. Ich sehe ganz genau, dass wir im Aufnahmestandes sind, ne? Ah, die Tür hinten ist tot. Mal gegriffen. Boah! LOL! Wie der reingezampft hat durch den Fenster und mich grabbt. Oh, lol. Alter, was für... Oh, herrlich. Müssen wir irgendwas machen oder einfach nur abwarten? Das ist so eine Wellenbekämpfung, ne? Geht's da auch am Text? Take my hand! Lol, die sind am Arsch. Are you okay? What are you crazy? Spare the heroes! Just slow us down anyway! Ich hab übrigens mal die Kamera empfindlich ein bisschen höher gestellt, dass ich mich ein bisschen schneller umschauen kann. Ich hoffe, dass wirkt sich auch positiv bei euch aus. LOL, wie der wie der sich durch das Fenster geschmissen hat. So einfach halt Kopf runter und durch wie so eine Schlange, weißt du, ohne die Arme zu bewegen. Oh, geil. So, jetzt kommt die Heroikwelle, oder was? Give me your gun! Lol. Yeah, you idiots can fight it out if you want! I'm getting the hell out of here! Ja, verpiss dich doch, lass ihn doch gehen. Alter. Noch Gold oder alles? Ah, wir gehen weiter oder können wir hochklettern? Nee. Wollen wir weitergehen oder was? Wir können nicht. No! Stay back! Get the hell away from me! No! Kann man nur so leichtsinnig und dumm sein. Das. Oh! Oh! Loka, hä? Nee, irgendwas anderes. Boah, der ist hier. Der ist schon drüber. Oh. Alter Schwede. Der sieht aus wie hier Crisis, wie ein Crisis-Anzug, Mann. Oh nein. Oh nein, was machst du, Mädel? Mädel, lass mich drücken! Ich konnte nichts machen. Nichts. Die ist da so hin und her gewankt. Okay. No! Stay back! Get the hell away from me! No!
erstmal die andere Pumpgun, ja. Gib jetzt erstmal voll in die Fresse. Eins, zwei. Oh, 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 oh. Ach komm, ein Stück nach hinten jetzt. Oh, da liegt ja auch noch einer. Oh. Linker Trigger stand da, ich hab's trotzdem geschafft. Ey, wo... Wieso waren denn jetzt so viele Zombies bei mir? Warst du am Boden oder was? Nee. Ich hab da einen Zombie gekillt und dann bin ich zu dir. Du warst. Ich hab dreimal gerettet oder so. Ey, ich steh da mit beiden NPCs. Wurde jetzt bestimmt dreimal angefallen, ey. Gefühlt null Support. Ist eine Überraschung für dich, dass NPCs keinen Support geben? So, jetzt haben wir es doch, oder? Hier liegt noch der Schatz. Auf, jetzt kann man hochgehen. LOL, jetzt kommt er auf die Idee, die... Alter, dafür müsste man ihn jetzt eigentlich abknallen. Das ist aber echt ein Mongo, ey. Warum macht er denn die Tür nicht gleich zu? Okay, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich denn jetzt alles eingesammelt? Ich habe jetzt wieder ein Aston Eagle Spray, zwei Brandgranaten und einmal Sprengstoff zum Hinlegen. Und 160 Pistolenmunition, ey. Bist du schon oben, oder? Nee, nee. Mit Heilung sieht's bei mir ganz schlecht aus. Ich habe jetzt noch ein grünes Kraut. Ich weiß nicht, wo... Achso, das erste... Warte mal! Vielleicht hast du es nicht gesehen. Das erste Hilfespray stand hier auf der Theke, neben der Kasse. Siehst du da bei dir auch noch was? Nee. Schade. Lag genau hier, wo ich davor stehe. Nee, leider nicht. Wo kommen denn die jetzt auf einmal her, lol? Rotes Kraut haben wir hier oben. Nice work down there. Good news is, I got some folks coming for me in a bus. Any minute now. If we can make it on board, it's a straight shot to Tall Oaks Cathedral. People are evacuating there. Heard it on the radio. But that's a big if. It's a shitstorm out there. We ain't waiting for any stragglers. Yo, Japanese dude, get the gunner! Kommt ihr denn jetzt hier hoch?
so ein Fetter, Alter. Ach, Leon, zieh doch in die andere Richtung. Aua! Bin down. Ich heile uns beide. Oh. Hier weg, lass mal aus der anderen Ecke. Ah, diese Schläge sind echt geil, Mann. Ja, aber habt du Penner. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Oh ja, alles klar. Gehst in den Nahkampf, hab ich schon gesehen. Alter Schwede. Muss doch mal bald hier gut sein. Ey, liegt doch mal Zeug, Robert. In der Schublade. Ach so, was ich sagen wollte, der erinnert mich an den, ich weiß nicht, wie er heißt, aus The Walking Dead, der alte Mann, der dann sein Bein verliert. Herschel heißt er. Ja, komm rein, du Arsch. Ja. Kannst du was tun? Wir müssen das jetzt überleben hier, verdammt nochmal. Ey, diese Schnellschüsse von Leute. Und da jetzt erst die Dinger runterklappen, das kapier ich nicht, ey. Das hat ja gar keinen logischen Hintergrund, weißt du, was ich meine? Nur halt so Left 4 Dead-mäßig Wellen abwehren. Irgendwie nicht so cool. Ich muss mich jetzt erstmal arg zurückhalten, mir geht's sehr schlecht. Dann bleib mal stehen. Danke. Das ist nochmal eine Schublade. Hier ist nochmal ein grünes Kraut. Oh, top. Das können wir jetzt mixen. Was hast du mit deinem einzelnen grünen Kraut gemacht? Das hab ich vorhin genommen, genau. Oh, was ist das? Fuck, Big Mama, was in der ist Haus, das? Alter! Alter! Ah! Geh in den anderen Raum vielleicht zurück. Oh, ich bin tot. Alter, der wollte voll den Wrestling-Move mit mir machen, der Penner. Oh. So ein verfickter NPC im Mongo. Boah, fuck. Komm nicht durch. Lol, jetzt steht er in der Tür, der Assi. Oh, Gott sei Dank. Ich konnte wieder gar nichts machen. Ja. Er hat mich, während ich noch aufgestanden bin, schon wieder geschlagen, weißt du? Ja, du warst noch gar nicht aufgestanden. Animation war nicht zu Ende. Oh, jetzt stehe ich auch vor der Tür. Ist toll. You're gonna bring this whole place down on us. Just keep it, put it in high again. Jetzt fällt er doch um. Move it!
Er hat einen dicken Schatz dabei, nicht vergessen. Ah, ist schon geil gemacht, so ein... Wer schreibt mich dann die ganzen... Ey, jetzt hat's bei mir auch geblinkt. Das ist eine Scheiße. Aber wenn wir mal auf die Uhr schauen, müssen wir eh jetzt erstmal hier die Folge Schluss machen, Robert. Ich hab bei dir locker über 40 Minuten. Muss man noch clearen, wenigstens. Ich glaube, geht zurück in den ersten Raum. Okay, lass mich die Kräuter noch schnell mixen. Ja, ist eine gute Idee. Oh lol, bei mir hat er schon einen zweiten Steak mit Mugi angefangen. Soll ich hier noch einen Zombie? Mach. Nee, nee, ich mach schon. Oh lol. Lol, ich hab irgendwie weggerollt. Aber trotzdem Leben verloren. Hier ist nochmal eine Schublade. Ich glaube, da kommen immer mehr Zombies. Da kommt immer mal wieder einer, dass man sich hier nicht ausruht. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich muss dringend auch, glaube ich, nochmal aufs Klo. Jo, müsste ich auch. Ja, ich denke schon, dass wir hier Schluss machen können, weil die stöhnen da nur draußen rum. Alles klar, wo bist du denn? Lass uns mal hier... Ah ne, jetzt kommt gleich wieder einer rein. Warte, ich mach ihn gleich tot. Können wir Pause mal? Gibt's eine Pause? Ja, ne? Nein. Gibt keine Pause. Oder wir gehen noch eine Tür weiter, vielleicht ist dann Ruhe. Wenn wir eine Tür weiter gehen, Robert, geht die nächste Welle los. Ja, okay, dann war's das jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind der Kathedrale wieder nur ein Stück näher gekommen, haben sie immer noch nicht erreicht. Das ist die Frage. Und ja, vielleicht dann im nächsten Part. Wetten werden angenommen. Ne? Das war's soweit schon mal von mir. Ich verabscheue mich schon mal. Bye bye. Euer Längster. Du bist ein Arsch, ey. Ach so, das wollten wir nicht mehr machen, ne? Ja. Ach so. Ja, gut, ja dann halt nur dann, bye bye. Dann bis dann. Bye bye und euer Tschüss, Mary. Längster.